Ich habe in meinen Archiven gekramt und nehme euch jetzt mit in meine Aufzeichnungen aus dem Jahr 2020. Januar. 2020 wird mein Jahr, das weiß ich einfach. Ich bin getrennt, aber noch nicht geschieden, also in genau diesem magischen Zwischenzustand, in dem man mit bestimmten Männern sehr viel Spaß haben kann, wenn man es ihnen gut erklärt. Und mit sehr viel Spaß haben meine ich, sie zwischen meine Schenkel pressen, während ich pssst sage. Und mit gut erklären meine ich ebenfalls, sie zwischen meine Schenkel pressen und pssst sagen. Meine noch nicht allzu lang zurückliegende Trennung ist die ideale Rechtfertigung für jedes noch so abseitige, promiskuitive Fehlverhalten. Sie hat die Trennung noch nicht ganz überwunden, werden meine Freunde beschwichtigend sagen, wenn jemand es wagt, mich zu kritisieren. Aber die komplette Big Band und all die Sprühsahne? Und warum hat sie sich als minderjähriger Delfin verkleidet? Jeder hat seine eigene Art, solche Dinge zu verarbeiten. Gleichzeitig vermittelt die Tatsache, dass ich immer noch verheiratet bin, meinen potenziellen Begattern in aller Deutlichkeit, dass ich definitiv nicht die Frau bin, mit der sie sesshaft werden und eine Doppelhaushälfte kaufen werden. Oh ja, 2020 wird gebumst. Ich höre es schon wummern. Mir bleibt auch gar nicht mehr viel Zeit, um mich sexuell auszuleben. Machen wir uns nichts vor. Ich werde bald 33. Den Zenit der Attraktivität habe ich bereits vor einigen Jahren überschritten. Jetzt kommt, wie in einer Achterbahn, noch eine kurze Phase, in der ich die Arme hochreißen und Hui rufen kann, bevor es im freien Fall nach unten geht und ich mit einer Heizdecke, einer Packung Mancherie und 37 Katzen hart auf dem Boden einer Flasche Wein aufschlage. In diesem Jahr werde ich mich endlich mal ins Nachtleben stürzen. Fremde Menschen werden dicht gedrängt mit mir tanzen. Ich kann ihren heißen, feuchten Atem schon auf meiner Haut spüren. Ein wohliger Schauer durchläuft meinen ausgehungerten Körper, als ich mir vorstelle, wie die feinen Tröpfchen meine Haut benetzen werden. März. Bisher war ich irgendwie zu busy, um tanzen zu gehen und Männer kennenzulernen. Und jetzt ist ja dieses kleine Problem mit der Pandemie aufgetaucht. Aber das ist sicher bald gegessen. Meine neue Strategie ist Online-Dating. Ich werde mir einfach schon mal ein paar mundgerechte Häppchen heraussuchen und auf niedriger Flamme köcheln lassen, damit sie ready sind, wenn der Lockdown endet. Ich melde mich bei OkCupid an. Falls ihr OkCupid nicht kennt, das ist eine Dating-Seite für Leute, die lesen und schreiben können. Da muss man Fragen beantworten und angeben, welche Antworten man akzeptabel fände, und dann wird man gematcht. Oder in meinem Fall auch nicht. Man kann sich anzeigen lassen, mit welchen Leuten man nicht zusammenpasst, aus welchen Gründen. Und jetzt weiß ich, es gibt da draußen Leute, die wollen nicht mit mir schlafen, weil wir eine unterschiedliche Einstellung zum Oktoberfest haben. Ich will jetzt keine Witze machen über Männer, die zu früh kommen, aber wenn man im Sommer anfängt zu bumsen, dann ist man bis Oktober fertig. Mai. Ich habe endlich verstanden, warum Dating-Apps für mich nicht funktionieren. Und zwar mag ich es nicht, wenn Männer zu wenig oder zu viel Interesse zeigen. Wenn der Mann gar kein Interesse zeigt, denke ich, hallo, was denkst du, wer du bist? Streng dich mal an. Ich bin Helene Bockhorst. Ich fülle Hallen. Und wenn der Mann ein bisschen zu viel Interesse zeigt, zum Beispiel mich bei einer Dating-App anschreibt, bin ich sofort so, stopp, aber du hast dich bei Tinder angemeldet. Stopp, mein Körper, meine Regeln. Ideal wäre es, wenn der Mann immer einen kleinen Tick weniger Interesse hat als ich. Aber je nachdem, wie wenig Interesse ich habe, ist es eventuell schwierig zu unterbieten. Juli. Letztens hatte ich einen Traum.
Ich war in einem Aufzug und trug keinen Mundschutz. Und dann ist ein Mann eingestiegen, der trug auch keinen Mundschutz. Das war mein erotischster Traum seit langem. Inzwischen bin ich ja schon sexuell erregt, wenn ich Männer sehe, denen ich nicht selber die Haare geschnitten habe. Manchmal gucke ich einen Porno und dann fühle ich mich die ganze Zeit unwohl und denke, die kann doch unmöglich mit all diesen Männern in einem Haushalt wohnen. Und die Aerosole, was da alles durch die Luft fliegt. November. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich besuche Veranstaltungen wie diese normalerweise nur, um flachgelegt zu werden. Und jetzt bin ich hier in dieser Kackshow ohne Publikum und die einzigen Anwesenden sind mein bester Freund, ein schwuler Mann, jemand, der ernsthaft denkt, ein etwas spacksitzendes hellblaues Hemd und eine graue Hose wären ein cooles Fernsehoutfit, und David Weber. David Weber. Alle reden jetzt davon, dass die Kultur stirbt, aber der eigentliche Skandal ist doch, dass ich nicht gebumst werde. Angeblich kriegen wir von der Regierung bis zu 75% vom Umsatz des Vorjahresmonats erstattet. Kann ich vielleicht auch irgendwo angeben, wie viel Sex ich im November 2019 hatte und dann bis zu 75% davon erstattet kriegen? Dann hätte ich nämlich dieses Jahr im November das Recht auf 0,75 Sex. Also ein halbherziger Handjob und einmal doll niesen. Dankeschön. Helene Bockhorst.